Die Hauptprobleme bei Rückenschmerzen sind die, dass Patienten trotz entsprechender Therapie nicht zu einer Linderung kommen, die anhält. Wir unterscheiden bei den Rückenschmerzen zwischen unspezifischen und spezifischen Rückenschmerzen. Der überwiegende Anteil der Schmerzen ist in der Regel unspezifisch. Das heißt, die Ursache ist eigentlich nicht ganz klar. Es ist eine Mischung aus Verschleiß, Überforderung, Überlastung, aber manchmal auch psychischen Problemen. Die spezifischen Rückenschmerzen lassen sich zurückführen auf eine besondere Erkrankung, die man dann in der Regel auch gut behandeln kann. Zum Beispiel eine Einengung des Spinalkanals, zum Beispiel Spinalkanalstenose oder ein Wirbelgleiten oder vielleicht auch mal eine Fraktur, eine Entzündung oder sogar ein Tumor. Die Spinalkanalstenose wird erstmal wie alle anderen Rückenerkrankungen auch konservativ behandelt. Was heißt das? Man versucht erstmal den Patienten über die Erkrankung aufzuklären, ihm zu erzählen, woran liegt das eigentlich und wie kann er diese Schmerzen eigentlich verhindern bzw. im Alltag etwas umgehen oder lindern. Wenn er durch diese Erziehungsmaßnahmen oder Aufklärungsmaßnahmen, ist es dem Patienten schon häufig leichter, diese mit den Schmerzen zurechtzukommen. Im nächsten Schritt kann man natürlich versuchen zu überlegen, wie kann ich die Position der Wirbelsäule irgendwie verändern, zum Beispiel dadurch, dass ich Bauchmuskulatur stärker trainiere, also meine Rumpfmuskulatur trainiere, um diesen gerade gezeigten Effekt dieser leichten, wie sagen das, Endlordosierung, das heißt das leichte nach vorne gehen, zu verstärken. Wenn die eine kräftige Bauchmuskulatur haben, können die praktisch so ein bisschen in einen kleinen Katzenbuckel machen dort unten und dann können sie schon wieder weiterlaufen. Im nächsten Schritt würde man medikamentös die Schmerzen behandeln, das heißt Schmerzmedikamente zusätzlich geben. Wenn das nicht reicht, kann man noch in den Rückenmarkskanal selber, also um die eingeengten Nerven herum, Medikamente spritzen. Und wenn das alles nicht hilft, beziehungsweise wenn die Einengung so stark ist, dass die Lebensqualität massiv eingeschränkt ist, bedeutet, dass der Patient vielleicht nur noch wenige Meter oder 100 Meter laufen kann und sagt, ich komme noch nicht mehr zum Einkaufen, dann würde sich gegebenenfalls auch eine Operation anschließen, bei der man den Rückenmarkskanal erweitert. Wir wollten eigentlich eine Orthese entwickeln, die spezifische Indikationen hat, also spezifische Krankheitsbilder direkt behandelt. Wie das Messer eines Chirurgen spezifisch irgendwas aufschneidet, sollte so eine Orthese auch spezifisch irgendwas erreichen können. Und damals haben wir in einer entsprechenden Gruppe von Spezialisten uns überlegt, was ist denn ein Krankheitsbild, das wirklich häufig ist und vielleicht über eine Orthese gut behandelt werden könnte. Und gerade die alten Patienten, die man vielleicht auch nicht unbedingt gleich alle operieren möchte, können ja vielleicht durch so eine Orthese profitieren. Und da kam uns die Idee zu sagen, warum entwickeln wir nicht eine Orthese, die in der Lage ist, den Rückenmarkskanal zu erweitern. Und das haben wir in der Expertengruppe besprochen und haben dann in Zusammenarbeit mit den Technikern von Otto Bock erste Prototypen entwickelt mit diesem Federmechanismus, den ausprobiert, an uns selber praktisch den Effekt gespürt und dann weiterentwickelt, bis dann am Ende die Dyneva als fertiges Produkt gegeben hat. Das Besondere an der Dyneva ist der Federmechanismus. Die Dyneva ist eine Orthese, die in so einer, wenn man will, so einer Leichtbauweise gefertigt wird. Sie hat die Pelotten hinten, die man sich sozusagen hier einmal am Kreuzband abstützen und hier im Bereich links und rechts der Wirbelsäule. Und sie hat dieses Bauchteil hier, bestehend aus zwei Klettverschlüssen, die dann unter Zug gesetzt werden. Und diese Zuggurtung hier vorne führt dann dazu, dass dieser Federmechanismus aufgeht und den Rücken sozusagen, wie wir sagen, entlordosiert. Das heißt, etwas aus dem Hohlkreuz den Rücken herausnimmt. Und diese Bewegung, ausgelöst durch die Feder, führt dazu, dass der Rückenmarkskanal erweitert wird. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal dieser Orthese, das haben die anderen einfach nicht. Und das haben wir seinerzeit letztendlich spezifisch entwickelt, um die Spinalkanalstenose, vor allen Dingen diese Indikation, behandeln zu können. Die Patienten haben eigentlich in der überwiegenden Anzahl ein sehr gutes Feedback gegeben. Das heißt, die Patienten waren in der Lage, diese Orthese gut zu verwenden und haben auch in der Regel einen sofortigen Effekt verspürt. Das war ganz frappant, dass die Patienten sagten, ja sofort, wenn ich das angelegt habe, merke ich irgendwie, dass mit meinem Rücken was passiert. Und bei den Patienten, bei denen auch eine entsprechende Einigung des Rückenmarkskanals vorlag, kam es dazu, dass sich die Gehstrecke auch verlängert hat und die Schmerzen reduziert haben. Das heißt, insgesamt gab es ein sehr positives Feedback. Ein ganz klassisches Beispiel sind Patienten, die aufgrund der Spinalstenose eine deutlich eingeschränkte Gehstrecke hatten. Die sind einfach mit der Dyneva in der Lage, wieder länger zu laufen, also weiter zu laufen. Die Gehstrecke und damit der Lebensradius erweitert sich bei diesen Patienten. Das heißt, die Patienten berichten, dass sie längere Zeit stehen können wieder und weiter laufen können, was die Lebensqualität einfach dieser Patienten steigert. Spinalkanalstenose, eine Lendenwirbelsäule, Bandscheibenvorfälle, die sozusagen etwas schon länger vorhanden sind, also nicht unbedingt frische Bandscheibenvorfälle, sondern etwas länger bestehende. Einengung der Nervenaustrittswurzeln,
schmerzhafte Zustände im Bereich der kleinen Wirbelgelenke, der Facettengelenke. Das sind typische Indikationen, bei denen die Duneva sicherlich einen großen Erfolg haben wird.